Moin, grüßt euch und herzlich willkommen zu einer weiteren Mod-Vorstellung American Truck Simulator in der Version 1.5.0. Und da gibt es diesen schönen Kenwood. Den schauen wir uns gleich mal an. Und zwar als Daycap, das ist die Variante. Studio Sleeper und Aero Cap Sleeper. Ich lasse mal den hier so. So. Da haben wir 4x2 150 Gallonen, 4x2 270 Gallonen. 6x4 270, 6x2 270. Sechs mal vier, 360. Acht mal vier, 300 Gallonen. Extra long, 6x4, 360 Gallonen. Wir nehmen den 6x4, 360 Gallonen. Ordentlicher Tank. Ich muss jetzt ein bisschen auf Geld achten. So, Motorausführung von 370 PS, 404,5. Dann nochmal 400, also die Cummins, 450, 425, 430, 450. Oh, Entschuldigung. 455, 485, 500, 510, 550. 565, jetzt kommen die Cat, 435, 500, 605, 550, 625 ist der größte. Nehmen wir den mal. So, hier haben wir etliche Getriebeauswahl, 10 Gänge, 10 Gänge, 13, 10, 13, 18, 10 Retarder, 18. 6 Gänge, 13 Retarder, 18 Retarder, 10, 6 Retarder, 7 Retarder. Nehmen wir den 7er mal. 18, na, lass mal den 18, der war schon drin. So, dann haben wir den Slate Grey Splendor, Bordeaux Red. Ach da. In Black, in Blue, in Grey, Diamond, weiter runter, Black und Blue Diamond, aber ich glaube, in Grau sieht er mir am besten aus. Lackierung, das sind alles die Standardlackierungen. Oh, was war das denn? Entschuldigung. So, OBS. Oh. OBS, ist das gut jetzt? So, da haben wir die Vierer, diese mit Ball, Jackson. Mojave, kann immer so schlecht aus. Rio Grande und Teton. Ach, da geht's noch weiter. Oh, da geht's noch weiter. Petrolet, Typ A, Typ B, Cascades. Columbia. Oh, wir haben noch einiges. Alter Schwede. Huron, Shelby, Plymouth, Aguilera. Oh, nicht schlecht. Stars and Slips. Okay, noch einer noch. So, wie sieht denn jetzt am besten aus?
So, oder der, der. Glaube, ich nehme den. 210.000. Oh, jetzt müssen wir aufpassen. So, einige Slots, die wir hier verbauen können. Lufthörner. Rechts und links. Dann haben wir ja Kabinenlampen. Sonnenblende. Standard. Zack, zack. Stehen lassen wir mal. So, dann haben wir hier Schilder. Beifahrerschilder. Den Reflektor. Spiegel rechts und links. Fender. Okay. Einmal so, einmal so. Oh, das sieht aber komisch aus. Das Original so. Okay. Fahne, brauchen wir nicht. Zierleisten. Zack. Jawohl. Reifen könnten wir ändern. Nee. Dann nehmen wir mal die Kenwood. So. Luftfilter. Was haben wir hier noch zur Auswahl? Einmal so, einmal so, einmal so und einmal mit Beleuchtung. Spiegel. Double. Fahne hatten wir schon. Kotflügelschutz. Einmal so. Hi. Und so. Okay. Da haben wir die verschiedenen Dämpfer. Ja. Ihr seht schon, ihr könnt hier reichlich basteln. Mal hier. Achso, den Spiegel brauchen wir jetzt aber nicht. Kabinenbeleuchtung. Spoiler. Okay. Da haben wir die Rundumleuchten. Die gefallen mir aber überhaupt nicht. Haben wir einmal so. 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 Und so. Wow. Extravagant. Auch hier haben wir wieder, da haben wir welche bei. Okay, dann nehmen wir die hier mal. Dann haben wir Kenwood. Ja, ich glaube, so lassen wir den erstmal. Brauchen wir nicht. So, dann haben wir noch das Interieur. Modern. Classic. Frontspiegel. Das ist alles von da. Klimaanlage, da könnten wir sowas ranmachen. Luftfilter brauchen wir nicht. Brauchen wir jetzt auch nicht. Aber ihr könnt hier wirklich Dose. Wie? Kein Kaffee? Ich kann Kaffee machen. Da könnte man noch was hinpacken. Da könnte man was hinpacken. Hier auch. Hinterfach, da könnte man zum Beispiel die Fahne hinklatschen.
der Luftfilter wieder. Die Bleche, Fahrerschild brauchen wir nicht. Insektenabweiser. Dann haben wir hier noch. Da könnten wir Doppelplüsch, was haben wir denn hier? Das haben wir alles. Okay. Dann lassen wir den mal so. 220.000. Bestätigen. Kaufen. Gut. Dann werden wir mal einsteigen. So, hier kommen wir einiges ändern, jawohl. Scheiben gehen runter. Das sieht ja gar nicht so schlecht aus, ne? Jo. Freunde, sieht ein bisschen komisch aus, ne? Aber ansonsten. Schöner Truck. Jo. Der Link ist immer unten in der Videobeschreibung. Da könnt ihr den runterladen. Ihr müsst den entpacken und dann die zwei SDS-Dateien rausholen. Jo. Dann sage ich mal vielen lieben Dank fürs Zuschauen. Viel Spaß damit, schönen Abend noch, passt euch auf, bleibt gesund und tschüss, bis zum nächsten Mal.